mal. So, dann der Wörstelzeit und heute geht's mal wieder um Sensoren und zwar Bewegung erkennen. Ja, unser Standard, das ist ja der gute alte PIR, wenn es darum geht zu erkennen, ob sich was bewegt. Der guckt halt auf Infrarotlicht, auf gut Deutsch eure Körpertemperatur. Wenn die sich irgendwie um den Sensor rum bewegt, dann merkt er, okay, da ist kalt, da ist warm und das bewegt sich, also Bewegung da. Klappt relativ gut, aber ist halt eine optische Methode, hat ein paar Nachteile und sagt ja schon Temperatur. Das Ganze ist also auch temperaturabhängig, je nach Außen- und Raumtemperatur geht das dann nicht mehr so dolle. Und was ich auch schon mal gezeigt hatte, das sind dann Alternativen, wie zum Beispiel der hier. Das hier, das ist der, wie heißt das Ding so schön, RCWL0516. Das ist ein Mikrowellenradarsensor. Im Prinzip geht er hin, schickt ein Signal raus und guckt dann, ob da irgendwas im Weg ist, was das Signal stört. Und naja, gerade so Mikrowellenstrahlung wird sehr gut gestört von Dingen, die Wasser enthalten, wie zum Beispiel irgendwie so Körperteile von Menschen. Klappt relativ gut, haben wir ja auch schon gesehen. Allerdings, der hier hat, ähnlich wie der hier, nur einen relativ groben Ausgang. Der sagt uns nämlich, ja, ist was da oder nein, ist nichts da. Das geht aber auch besser, denn hier die Dinger, na, die sind halt recht genau und das können wir uns zunutze machen. Dafür habe ich mir auch mal ein paar Sachen besorgt, ein paar Sensoren. Der ein oder andere von euch wird sie eventuell schon mal gesehen haben, die sind aktuell relativ beliebt. Und das ist zum Beispiel sowas hier. Ja, wir gucken, hier steht schon was, V-Gig. Das wundert mich jetzt, Wireless Gigabit Ethernet normalerweise oder sowas, ist für uns irrelevant. Das Ding hier, das ist auch ein Radarsensor, ist also technisch sehr ähnlich zu denen hier, hat allerdings einen wichtigen Unterschied, nämlich das, was rauskommt. Hier haben wir ja nur einen Pin, der sich Out nennt und der dann ein Signal gibt hier, ich habe gerade Bewegung gesehen, sonst haben wir hier ja nichts, wir haben nur den Out. Und haben dann hier noch ein CDS, das ist, wenn man LDR heißen die meistens, einen Lichtwiderstand anbringen möchte. Da kann man dann zum Beispiel dafür sorgen, dass ja, die Lampe, die dran hängt, nicht tagsüber angeht, weil warum? Aber sonst haben wir hier keine Ausgänge. Hier schon. Hier haben wir nämlich auf diesen Pins, auch wenn es nirgendwo draufsteht, eine serielle Schnittstelle. Das heißt also, wir können eine digitale Verbindung zum Controller, der hier drauf ist, aufbauen. Und können dann mit dem reden und sagen hier, was siehst du denn? Und dieses Ding hier, das sagt uns dann nicht nur, okay, Bewegung, keine Bewegung, sondern es sagt uns tatsächlich auch, wie ist denn so der Abstand? Und was auch ganz interessant ist, das ist die Genauigkeit, mit der wir hier arbeiten können. Denn hier solche Dinger, die sind ja relativ weit verbreitet, auch im Industrieumfeld, in Büros oder so. Und da gibt es immer wieder so wunderschöne Stories. Ja, wir haben so schöne Lampen, die gehen automatisch an, wenn wir irgendwie den Raum betreten. Aber wenn wir längere Zeit still sitzen, dann geht plötzlich das Licht aus. Na, die hier, die sind nicht sonderlich genau. Und deswegen ist das hier auch kein klassischer Bewegungsmelder, sondern eher ein Präsenzmelder. Der meldet nämlich nicht nur, okay, da bewegt sich was, sondern da bewegt sich irgendwas. Und dieses Irgendwas, das können auch selbst ganz kleine Bewegungen sein, zum Beispiel, weil ihr euch ein bisschen bewegt, weil ihr gerade noch atmet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass euch das Licht auf dem Pott ausgeht, ist hiermit ein bisschen geringer. Ja, gut, ich habe jetzt noch keinen Bewegungsmelder auf den Toiletten hier verbaut, aber es gibt ein paar andere Stellen, wo es sehr interessant wäre, sowas zu machen. Also bauen wir das Ganze mal zusammen und gucken, was wir so an Daten hier rausbekommen und wie die ganzen Sachen aussehen. Ist ein bisschen nervig, weil dummerweise hier dieser Pin-Header, den sie verbaut haben, der hat ein etwas unübliches Layout. Das heißt, wir können leider nicht so mit den klassischen Dupont-Kabeln einfach uns das zusammenbauen. Die hier sind für 2,54 mm, also irgendeine US-Einheit, was weiß ich, wo drin die schon wieder messen. Das hier ist, glaube ich, die Hälfte, wenn ich das richtig sehe. Na, muss ich mal gucken, was ich dafür mir hinbasteln kann. Im Zweifelsfall löten wir es einfach an und ja, gucken dann so. Gut, ich suche mal das Pinout, hole mir einen ESP, weil ESP geht immer. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, ich habe nochmal nachgeguckt für dieses Pin-Format. Da habe ich nur die andere Richtung, das heißt also auf Pins in dem Ding, aber nicht für Buchse. Also
klemmen wir das dann halt klassisch an, wenn wir hier nochmal gerade drauf gucken, so rum gehört das Ding. Dann haben wir von der Reihenfolge ja oben VCC für 5 Volt, muss man aufpassen, nicht 3,3, sondern 5 Volt. Dann Ground, dann RX und TX für UART, die sind 3,3 Volt Pegel zum Glück, das heißt also kompatibel mit so ziemlich allem. Und der unterste Pin, das ist tatsächlich ein Out, das heißt also, da kommt ein klassisches Signal raus, wie bei hier den anderen auch. Das heißt also, man kann die auch dafür einsetzen, wenn man möchte. Für mich ist aber UART interessant, das heißt, wir brauchen 4 Pins. VCC, Ground, RX und TX. Dann angel ich mir hier mal ein paar Käbelchen. Die opfern wir hier, schneiden die in der Mitte durch, löte ich an und dann habe ich am Ende ein paar Buchsen, die dann recht einfach auf jeden anderen Bastel, Mikrocontroller und alles Mögliche genutzt werden können. Was ich als erstes probieren werde, ist tatsächlich nicht Mikrocontroller, sondern einfach ein UART-Seriellwandler. Es gibt nämlich vom Hersteller eine Software, die ist Windows-only und ja, über die Qualität kann man streiten. Ich würde es jetzt vielleicht nicht auf einem wichtigen PC ausführen, aber hey, ich gehe eigentlich davon aus, dass es zumindest funktionieren sollte und irgendeine alten Windows-Kiste, die ich mal kurz platt machen kann, sollte jetzt nicht das Problem sein. Da kann man nämlich dann schon mal auf jeden Fall sehen, ob das Ding komplett funktioniert, um sicher zu gehen, dass das Modul okay ist, dass meine Anschlüsse okay sind. Und wenn wir das haben, dann können wir da auch weitergehen. Es gibt nämlich glücklicherweise jede Menge Doku. Es gibt irgendwie so 20 Seiten User Manual, aber dann zusätzlich auch nochmal genauso viele Seiten an Command Specification. Das heißt also, alles, was wir so brauchen an, okay, so diese Befehle müssen wir hinsenden, sollten wir auch kriegen. Die UART-Schnittstelle ist ein bisschen speziell. Sie hat nämlich eine Geschwindigkeit von, was waren es, 256.000 Baud oder sowas? Genau, 256.000 Baud, das ist ein bisschen seltsam. Normalerweise hat man ja so Standardwerte, 9600 oder 115200. Also ja, etwas ungewöhnlich, aber heutzutage sollte eigentlich alles, was es so gibt an Mikrocontrollern und Umwandlern, auch mit der höheren Geschwindigkeit klarkommen. Soll es halt nicht über zu weite Strecken schleifen, aber für unsere Zwecke hier kriegen wir das schon irgendwie geregelt. Nur gut, ich löte mal hier fertig und suche mir dann mal einen passenden Adapter. So. Also, einmal hier ein zusammengebotschter UART-Wandler. Da war was anderes dran. Ich habe jetzt einfach mal drauf gelötet. Und dann gucken wir mal. Wir hatten gesagt, wir brauchen 5 Volt für das Ding an VCC. Brauchen dann als nächstes Ground. Und dann kam RX und TX. Das heißt, theoretisch diese Reihenfolge hier. Mit etwas Glück klappt das jetzt. Haben wir hier irgendetwas drauf, was leuchten würde oder sowas? Ja, das hier unten sieht nach einer LED aus. Dann stecken wir das mal ein und gucken, ob da was anfängt zu leuchten. Wenn nichts qualmt, bin ich schon mal zufrieden. Und, okay. Rein da. Okay, hier leuchtet was. Da leuchtet nichts. Was das Tool angeht, wie gesagt, man muss es nicht benutzen. Ich mache es jetzt nur, um erstmal zu gucken, ob das überhaupt geht und was es rausrückt. Das ist hier diese Excel-Datei LD2410Tool. Wenn wir das starten, sieht das hier so aus. Wir sehen schon, das ist jetzt nicht das schönste Design. Aber am Ende zählt halt, ob es funktioniert oder nicht. Wir haben hier oben die Einstellung für den COM-Port. Parameter, das ist die Range hauptsächlich. Und dann hier unten die Sensitivity. Last but not least haben wir hier Moving Target, Motionless Target, Zentimeterangaben. Das sind dann die Werte, die rausrücken. So, COM3 müsste für mich richtig sein. 256.000, ja, dann connecten wir mal. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Sieht nach Nein aus. Fail to open device. Nochmal gegenprüfen. 5 Volt geht hier hin.
Ground geht hier hin. Und RX geht hier hin. Oh, Moment mal. Ja, da ist was. Da ist tatsächlich eine Brücke passiert. Okay, connected sind wir auf jeden Fall. Gehen wir einfach mal auf Start, was da passiert. Ah. Wir sehen jetzt hier irgendwas mit 70 cm, 0 cm. Aktuell erkennt er also nichts, wie es aussieht. Na doch, er erkennt ein motionless target bei 2 Meter in etwa. Gut, das könnte die Wand sein. Da ist eine Wand. Und wenn ich mich hier bewege, sieht man jetzt auf jeden Fall, dass da was bei so 1-2 Metern über die Toleranzschwelle drüber geht. Das können wir eigentlich jetzt ja auch testen. Wir hingehen. Ich gehe jetzt mal mit meiner Hand hier näher ran und yep. Ja, das ist wohl ein bisschen zu nah, aber wenn wir jetzt hier gucken, wir sehen jetzt hier bei Moving Target und Motionless Target jeweils etwas. Achso, Motionless Target bei 0 ist aus. Aber wir sehen hier die blaue Linie. Die ist relativ weit vorne und wenn ich jetzt meine Hand nach oben bewege, dann müsste die, ja, ich glaube, sie geht weiter weg. Wir sehen zwar immer noch was bei 50 cm, aber das kann jetzt auch sein, dass hier Kamera und so hängt. Aber prinzipiell, ich würde sagen, da kommt auf jeden Fall etwas raus. Fein. Ich baue mal gerade die Kamera ab und halte das hier in den Raum rein, in den längeren Gang. Dann können wir das, denke ich, besser testen. So, aktuell sehen wir nichts. Wir sehen ein motionless Target bei so 2 Metern interessanterweise. Ich gehe mal vor. Mal gucken, ob man mich jetzt sieht. Ja, Moving Target ist definitiv da und ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und kann es nicht so wirklich sehen, aber ich glaube, die blaue bewegt sich. So, jetzt am Ende hier, wenn ich mich bewege, ja. Ich sehe was rot blinken und ich sehe irgendeine Angabe. Was ist das? 4 Meter? Ja, lass mal gucken. 1, 2, 3, 4 Meter. In etwa, jetzt stehe ich so ein paar Zentimeter davor. 50 Zentimeter, ja, 30 eher. Aber ich würde sagen, das mit dem Abstand funktioniert. Dadurch, dass wir die grüne Linie nach oben, nach unten verschieben können, auch für die unterschiedlichen Meterzahlen, können wir uns da halt ein Profil bauen, wo wollen wir was erkennen und wo nicht. Im Gegensatz zu anderen Dingen können wir also auch zum Beispiel sagen, in x Metern möchte ich nichts mehr erkennen, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen langen Gang habe, der ist irgendwie 5 Meter lang. Ich will aber nur in den ersten 4 Metern Leute erkennen, weil ganz hinten, ja, da ist irgendwie noch ein Quergang und wenn da Leute durchlaufen, muss ich hier im langen Gang nichts anmachen. Ich denke, ihr seht, worauf das hinausläuft. Das hier sieht auf jeden Fall schon mal sehr brauchbar aus. Allerdings aktuell halt hier an einem etwas wenig vertrauenserweckenden Adapterkabelgedönse. Das wollen wir natürlich ändern. Das heißt, ich krall mir mal hier irgendeinen ESP. Und dann bauen wir das mal da dran. Gucken, ob der damit auch klarkommt. Machen den hier einfach ab. Und hauen das 1:1 mehr oder weniger hier rüber an den. Was ist das hier? Das ist ein ESP32. Blau ist Ground. Den stecken wir vielleicht mal für die Zeit noch aus. Grau ist 5 Volt. Und dann haben wir, was war's? Der ist RX, das heißt, den müssen wir an TX dann machen von unserem ESP. Und TX von UA2 ist der 17. Dann tun wir das dahin. 16 ist dann der andere. Dann können wir hier den Hardware-UART nutzen und der geht dann hier entsprechend rein. So, brauchen wir nur noch eine Config dafür, ne? Die werde ich dann hier der Einfachheit halber gerade in ESP Home machen. Hier gibt es wieder ein wunderschönes Example. Das können wir uns mal kopieren. Man sieht hier ja auch schon Replace Me. Die sollten wir eventuell tatsächlich ersetzen. 17 und 16, so. Hier haben wir die ganzen Thresholds für die einzelnen Abstände. Die kann man hier also, ja, fleißig ändern, wenn man das möchte. Gerade auch hier oben Still Distance, Move Distance. Ich glaube, die Thresholds müssen wir, glaube ich, nicht mitsenden. Dann lassen wir die mal weg. Oder steht hier was? Optional. Ja,
Okay, nehmen wir das. Und dann haben wir unten die Sensoren. Die wollen wir auch. Achso, Binary Sensors gibt es auch. Ich kopiere mal alles einfach hier rein. Ausmisten kann man später ja dann immer noch. So, Binary Sensor ist doppelt. Jep, ich hatte hier eine alte Vorlage recycelt. Das wollen wir natürlich nicht. Zack, zack. So. Saved. Dann müsste das eigentlich ja gehen. Stecken wir mal ein hier und installieren neu. So, haben jetzt hier unsere Infos. Okay. Was sagt der? Okay, hier Move Energy, Distance, Direction, Moving Distance 75 cm, Moving Target Clear. Wenn ich jetzt hier mit der Maus davor, mit der Hand davor gehe, sehen wir hier schon Detected, Presence Detected und Move Detected. Also ich denke, wir können relativ sicher sein, dass er das erkennt. Wenn ich jetzt mit meiner Hand wieder weggehe, Move geht wieder auf Clear. Presence hatte ich jetzt nicht weiter geguckt. Der bleibt jetzt auf Detected. Das kann jetzt allerdings auch sein, weil ich hier in der Nähe bin und ja, dass eventuell meine Energie ausreicht, den da rauszugehen. Aber das Moving Target ist auf jeden Fall sehr zuverlässig. Wir sehen jetzt hier Clear und wenn ich mich bewege, dann geht er auf Detected. Okay. Also so können wir das Ding auch auf Home Assistant anbinden. Wir haben ja gesehen, da kann man sehr viel noch an Einstellungen machen, um halt genau zu sagen, in dem Bereich möchte ich, dass es erkannt wird, in dem Bereich nicht. Aber prinzipiell, ich würde mal sagen, das Ding hier macht jetzt Erkennung. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Sensor, den man sich so in die Kiste legen kann, wenn man mal was messen muss. Muss sich natürlich im Auge behalten, was will man denn überhaupt damit machen? Denn sind wir mal realistisch, hier so ein PIR, der reicht in den meisten Fällen aus. Ihr seht ja, ich habe die hier auch teilweise verbaut. Die sind super für alle Räume, wo man sich halt aktiv bewegt. Gerade in Treppenhäusern und ähnlichen Sachen, wo man halt einfach nur durchgeht. Da funktionieren die einwandfrei. Aber ich habe es ja eben schon so ein bisschen vom Büro erzählt oder auch, wenn man zu Hause ist, zum Beispiel, denkt mal an Wohnzimmer oder so, da sitzt ihr eher still wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie Filme noch guckt. Manche ältere Leute von euch haben vielleicht noch einen Fernseher oder sowas. Da sind die hier dann nicht mehr so doll und da sind dann Präsenzmelder eigentlich die deutlich bessere Wahl. Und ja, wie schon gesagt, die Dinger hier, diese Radarsensoren, haben eine sehr, sehr genaue Auflösung und können daher eure Atmung, eurem Herzschlag sehen und dadurch auch erkennen, wenn ihr still sitzt. Hatte bei mir auch relativ gut funktioniert. Es ist natürlich ein bisschen komplexer in der Anwendung, wobei ehrlich gesagt, wer geht heute hin und macht tatsächlich irgendwie hier das serielle Protokoll selber? Ich denke, die meisten von uns nutzen irgendeine fertige Library und wir haben ja gesehen, die funktionieren. Und ja, von daher nicht ganz so das Problem, aber der Preis ist natürlich deutlich höher als so ein PIR. Ist zwar theoretisch ein Vielfaches, aber trotzdem noch erschwinglich. Ich glaube, die kosten irgendwie so 5 bis 10 Euro das Stück. Also ja, muss man sich halt dann selber überlegen, wo das Sinn macht, wo nicht und ob man so viel Geld ausgeben möchte. Was man eventuell tun sollte, wenn man die wirklich häufiger benutzen möchte, ist ein passendes Kabel mitbestellen oder ein Borddesign, was halt diese Pin-Anschlüsse hat. Das hier ist halt, wie gesagt, kein 2,54 mm, die man normalerweise so kennt, sondern ich glaube 1,27, die Hälfte. Ist ein bisschen nervig, weil man halt keine normalen DuPont-Kabel oder sowas dran stecken kann. Diese Jumper-Kabel, die jeder von euch wahrscheinlich kennt. Aber wenn man es einmal dann hat, funktioniert es offensichtlich recht zuverlässig. Ja, was man auch noch im Hinterkopf behalten sollte, ist natürlich der rechtliche Aspekt. Das Ding hier sendet Funkwellen aus, ist also eine Funkanlage. Ich bin jetzt kein Anwalt, das heißt also, wenn ihr es genau haben wollt, fragt bitte jemanden, der dafür zuständig ist. Von dem, was ich sehe, der 24 GHz Bereich, der hier genutzt wird, der ist freigegeben. Zum einen ist es ein ISM-Band, wie zum Beispiel 2,4 GHz oder 5 GHz, wo wir WLAN machen. Es gibt sogar nochmal eine zusätzliche Allgemeinzuteilung für Bewegungserkennung, Radaranlagen und so weiter. Also ja, da fällt das hier auf jeden Fall drunter. Allerdings, naja, der Hersteller sagt halt nur, das Ding hier hält die Regeln ein. Es gibt aber nirgendwo ein Prüflogo oder ähnliches. Kann man sich jetzt drauf verlassen? Die Wahrscheinlichkeit, dass das einhält, ist relativ groß.
Andererseits, wir wissen halt auch von einigen Herstellern, die es schaffen, Relais wegzulassen oder auf den Kopf einzubauen. Also im Zweifelsfall, wenn ihr die Dinger halt im Ausland kauft, seid ihr derjenige, der das Ding in Betrieb nimmt und derjenige, der im Zweifelsfall auf den Kopf dafür hinhalten muss. Andererseits, 24 GHz, die Reichweite ist sehr beschränkt, also wenn das Ding aus einem Raum rauskommt, das ist schon verwunderlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass er also tatsächlich jemanden stört, ist eher gering. Ist auf jeden Fall etwas, was ich mal im Hinterkopf behalte. Ich habe zwar jetzt direkt keine Anwendung, weil, wie gesagt, das Einzige, wo ich wirklich Bewegungsmelder nutze, das ist für Licht in Fluren oder solche Sachen. Weil wenn man Hände voll hat, nach Lichtschalter angeln ist halt auch nervig. In anderen Räumen habe ich noch Schalter, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre dann sowas tatsächlich irgendwie in Wohnzimmern, in Büros oder so zu verbauen. Und wenn da über einen längeren Zeitraum keine Bewegung erkannt wird, oder nicht Bewegung, sondern kein Still-Target, also dass da irgendetwas lebt und atmet, dann vielleicht doch mal irgendwie so Fernseher ausschalten, Licht ausschalten, Monitore ausschalten, alles, was halt Strom sparen kann, für den Fall, dass jemand irgendwie mal vergisst, das zu machen, denn ja, dafür könnte das tatsächlich dann eine Alternative sein. Wobei man halt im Auge behalten muss, das Ding hier braucht halt auch Strom und nicht gerade wenig. Muss man dann selber durchrechnen, ob sich das für einen lohnt oder nicht. So oder so, kommt jetzt auf jeden Fall erstmal in die Kiste. Und mit etwas Glück, dann hole ich es irgendwann wieder raus und es tut dann immer noch, was es soll.